Hallo und herzlich willkommen zu den 10 Tagen Gebet. Schön, dass ihr heute Abend auch wieder hier in Stuttgart-Wangen live dabei seid und schön, dass ihr jetzt eingeschaltet habt auf Joel Media oder auch später das Video zum Beispiel auf YouTube anschaut. Wir sind am vorletzten Tag angekommen. Die 10 Tage Gebet neigen sich dem Ende. Wir werden am Sabbat auch noch eine besondere Predigt zum Thema haben mit dem Ronny Schreiber. Da können wir uns auch schon drauf freuen. Wir wollen heute uns eines der entscheidenden Themen in der Dreifachen-Engels-Botschaft anschauen. Man könnte sagen, es ist das Thema, das die ganze Welt in zwei Gruppen teilen wird. Die Frage vom Mahlzeichen des Tieres. Und über dieses Thema sind schon viele Predigten gehalten worden und viele Vorträge gehalten worden. Und wir können natürlich in den wenigen Minuten, die wir hier haben, jetzt nicht die Fülle an prophetischen Auslegungen und historischen Dokumentationen geben. Wir wollen ja wie immer das Ganze unter der Perspektive des Gebetes betrachten. Und vielleicht fragt ihr euch, was hat das Wahlzeichen zu tun mit meinem persönlichen Gebet? Warum ist es wichtig, in einer Gebetsversammlung, in einem Gebetskreis, sich über das Mahlzeichen des Tieres Gedanken zu machen? Und hat mein Gebetsleben zu Hause, in der Familie, in der Gemeinde etwas damit zu tun, ob ich mich auf das Mahlzeichen des Tieres hinbewege oder mich davor schütze durch Gottes Hilfe? Das wollen wir uns heute anschauen. Und wie immer wollen wir Gott bitten, dass er unser Studium segnet. Und wir wollen, wo es möglich ist, dazu niederknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir auch heute Abend zusammenkommen können, um dein Wort zu studieren und gemeinsam zu beten. Herr, wir möchten dich von ganzem Herzen bitten, dass du unsere Herzen erfüllst mit deinem Heiligen Geist und dass wir die Wahrheit in deinem Licht sehen, sodass wir in unserem Herzen angesprochen werden, dieser Wahrheit zu folgen, koste es, was es wolle, weil du uns das Allerbeste und Allerschönste schenkst, nämlich deine Gegenwart, deinen Schutz, deine Liebe und deine Gnade. Herr, wir möchten dich bitten, dass du jetzt unser Lehrer bist und dass du, wo immer Menschen jetzt noch zugeschaltet sind oder später dieses Video anschauen, durch deinen Geist in besonderem Maße gesegnet werden. Herr, wir sind nicht würdig, aber Jesus ist würdig und er tritt für uns ein. Und in seinem Namen beten wir. Amen. Schlagt mit mir auf, Matthäus Kapitel 4. Was war die größte Schlacht, die jemals geschlagen worden ist? Als Historiker habe ich immer wieder mit Kriegen zu tun und mit Schlachten. Und es gibt einige Schlachten, von denen würden Historiker sagen, sie waren weltentscheidend. Die Schlacht von Gaugamela, als Alexander der Große in der entscheidenden Schlacht 331 gegen ein riesiges persisches Heer kämpfte, so groß, sagen die Historiker der alten Zeit, dass man den Sand nicht sehen konnte in der Wüste. Oder war es die Schlacht von Karkemisch zwischen Nebukadnezar, dem Kronprinz Babylons, der die Ägypter besiegte und das Weltreich Babylon gegründet hat? Waren es die Schlachten der Römer? Oder wir könnten eine Schlacht nach der anderen aufzählen. Ich glaube, die größte Schlacht, die in dieser Weltgeschichte jemals ausgefochten worden ist, wird in Matthäus Kapitel 4 beschrieben. In Matthäus Kapitel 4 wird uns gesagt, wie Jesus versucht worden ist vom Satan. Und Ellen White ergänzt und kommentiert, dass Satan seit den Tagen der allerersten Verheißung, dass der Retter auf die Welt kommen würde. Wann war die gegeben worden? Wann war die erste Verheißung gegeben worden? Im Garten Eden, bei Adam und Eva. Seit 4000 Jahren hatte er sich auf das Kommen dieses Erlösers vorbereitet. Länger als das Volk Gottes. Länger als jeder Gläubige. Er wusste irgendwie, irgendetwas wird Gott tun. Er wusste, dass der Erlöser kommen würde und er wollte ihn unter allen Umständen besiegen. Diesen Kampf hat er selbst gekämpft.
Und innerhalb dieses Kampfes, dieses Krieges, der sich in diesen 40 Tagen hier abgespielt hat, insbesondere am Ende, ist es die dritte Versuchung, die alles auf die Spitze treibt. Denn als die erste Versuchung nicht funktioniert, aus Satans Sicht, und die zweite scheitert, weil Jesus immer mit einem "So spricht der Herr" antwortet, so scheint es mir, hat der Teufel noch eine Karte, ein Ass im Ärmel, noch eine Chance, noch einen letzten Versuch. Wir lesen in Matthäus 4, als der scheitert, heißt es in Vers 11, da verließ ihn der Teufel. Und siehe, Engel traten zu und dienten ihm so, als ob der Satan nicht mehr gewusst hätte, was er jetzt noch tun könnte. Die stärkste Versuchung, der größte satanische Angriff war abgeprallt. Und worum ging es in der größten Schlacht, die auf diesem Planeten jemals stattgefunden hat? Die Heere waren nicht besonders groß. Es war ein gefallener Engel und ein Erlöser, Gott in Menschengestalt, der nicht seine Göttlichkeit benutzte, sondern nur in seinem menschlichen Vertrauen auf seinen Vater, "Es steht geschrieben", gesagt hat. Was war das Thema? Was war das Schlachtfeld, um das diese größte Schlacht aller Zeiten gekämpft worden ist? Das heißt in Vers 8, wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm: "Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest." Es ging um das Gebet. Also wenn wir bisher vielleicht gedacht haben, das Gebet ist schön und nett und gut und tröstlich und erbaulich, aber es hat keine entscheidende Bedeutung, sollte uns spätestens diese Passage eines Besseren belehren. Das Gebet war aus Satans Sicht der letzte Punkt, wo er vielleicht noch angreifen könnte, und aus Jesu Sicht war es das letzte Bollwerk, mit dem er den Angriffen Satans widerstehen konnte. Es ging um die Frage des Betens. Und wir können hieraus schon ableiten, dass es um die Frage des Betens schon immer gegangen ist, seit es den großen Kampf im Himmel gegeben hat. Wenn wir also uns hier treffen zum Gebet, dann sollten wir wissen, dass wir uns direkt auf das Schlachtfeld begeben. Nicht unbedingt so, wie die manche evangelikale Christen das so als Gebetskrieger sehen und denken, sie müssten jetzt mit möglichst langen Gebeten und möglichst besonderen Gebeten irgendwelche Schlachten schlagen. Nein, die Tatsache, dass wir beten, selbst ist umkämpft. Gott und Satan kämpfen darum, ob Menschen beten und wie sie beten und was sie beten und warum sie beten. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum es leichter ist, Menschen zu einem geistlichen Konzert zu bringen oder in einen Gottesdienst oder zu einer Vortragsreihe, und oft sehr viel schwerer, gläubige Menschen zu einem Gebetstreffen zu bringen. Wusstet ihr, dass von allen Treffen, von allen Veranstaltungen, die Gemeinden so veranstalten, die Gebetstreffen meistens nicht die bestbesuchtesten sind? Der Satan weiß, dass das Gebet entscheidend ist. Satan will um alles in der Welt selbst angebetet werden. Hier ging es um die Frage, wer ist würdig, angebetet zu werden. Und wir wissen aus dem, was wir schon auch studiert haben und auch sonst, dass es nur einen Grund gibt. Würdig ist Gott, angebetet zu werden, weil er der Schöpfer ist. Und daraus abgeleitet, weil er der Neuschöpfer ist, der Erlöser, der wieder erschaffen hat. Aber Satan wollte unbedingt angebetet werden. Und in dieser größten Schlacht, die jemals geschlagen worden ist, hat er ein interessantes Angebot gemacht. Er wollte angebetet werden, aber er hat auch was dafür geboten. Was hat Satan Jesus geboten, um angebetet zu werden? Alles, was er hatte. Nun, ob er das wirklich ernst gemeint hat, steht auf einem anderen Papier. Aber er war bereit, Jesus alles zu geben, alle Herrlichkeit der Reiche, der Weltgeschichte, um angebetet zu werden. Wie nennt man das, wenn man einem anderen Menschen etwas verspricht, damit er das tut, was ich gerne haben möchte? Das ist Bestechung. Er hat Jesus bestechen wollen. Satan ist so versessen darauf, angebetet zu werden,
dass er jemandem Geld anbietet, um besessen zu werden, um angebetet zu werden. Nun, wird er jemals dadurch das Empfinden haben, das Gott hat, wenn Menschen ihn aus freien Stücken und Dankbarkeit anbeten? Ich glaube, wenn man einen Menschen dafür bezahlt, dass er einen umarmt, dann weiß man, dass es keine echte Umarmung aus Liebe war, oder? Wenn wir nur beten, um etwas dadurch zu bekommen, dann haben wir das Gebet nicht verstanden. Wenn wir beten, weil wir bestochen werden wollen, weil wir sagen, Gott, ich bete zu dir, damit du mir das gibst, dann haben wir das Gebet nicht verstanden. Schaut mit mir in Hiob Kapitel 1. Satan hatte Jesus angeboten, alles zu bekommen, was es überhaupt zu geben gibt. Aber Jesus hatte sich geweigert. Schaut mit mir in Hiob Kapitel 1. In Hiob Kapitel 1, dort haben wir einen Mann, der nicht alles erhält, was es zu erhalten gibt, sondern einen Mann, der alles verliert, was man nur verlieren kann. In Hiob Kapitel 1, und dort lesen wir, was Hiob tat, nachdem er innerhalb von Momenten alles verloren hat, was man überhaupt sich nur vorstellen kann, bis auf seine Frau. In Vers 20 heißt es, da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Eins ist sicher, Hiob betete nicht, weil er etwas bekommen hatte. Dieses Gebet von Hiob war keine Bestechung, er war nicht bestochen worden, er hatte nichts dafür bekommen. Er hatte auch keine Aussicht, etwas mehr zu bekommen, er hatte alles verloren und trotzdem betete er. Das ist deswegen interessant, weil nur wenige Verse vorher derselbe Satan, der Jesus bestechen wollte, um selbst angebetet zu werden, was gesagt hatte. Schaut mal in Hiob Kapitel 1. In Hiob 1 und dort Vers 9, als der Satan dort im himmlischen Rat, in der himmlischen Ratsversammlung auftaucht und Gott ihn auf Hiob verweist, der so treu ist und betet, nicht wahr? Ein wesentliches Merkmal der Treue Hiobs war sein Gebet, nicht nur für sich selbst, sondern für seine ganze Familie, oder? Und als Gott ihn darauf hinweist, als der Satan andeutet, dass ihm die ganze Erde gehört, aber Gott sagt, aber Hiob ist mein Knecht, er betet zu mir. Schaut, was der Satan gesagt hat. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten sich im Land aus. Mit anderen Worten, du hast ihn bestochen. Du hast ihn bestochen, damit er dich anbetet. Du hast unlautere Mittel angewendet, damit er dich anbetet. Und was macht Gott? Gott lässt zu in diesem großen Kampf, dass dem Hiob alles genommen wird, weil er weiß, dass wenn man Hiob alles nimmt, wird er trotzdem mich anbeten. Denn er betet mich nicht an, weil ich ihn gesegnet habe. Er betet mich nicht an, weil er lange leben will. Er betet mich an, weil er mich liebt. Und für den Hiob war es ein Trauma. Er wusste nicht mal genau, was hier passiert ist. Und der Hiob versteht sich, er hat den Eindruck, Gott, ich hab dich doch lieb, warum bist du so gegen mich? Ja? Wenn man das Buch Hiob liest, dann merkt man, wie das emotional ihn auseinanderreißt. Aber Hiob hat zu Gott gebetet. Nicht, weil er bestochen worden ist. Und seht ihr, wie der Satan in Wirklichkeit hier das Gott vorwirft, was er eigentlich selbst tut. Die große Frage, ich meine, ohne Zweifel ist Hiob eines der entscheidenden Bücher der Bibel. Hier werden einige der ganz großen Fragen behandelt. Die große Frage ist, warum beten Menschen an? Beten sie, weil sie bestochen worden sind, weil sie mit unlauteren Mitteln dazu gebracht worden sind, jemanden irgendetwas anzubeten, oder beten sie aus tiefster Überzeugung, selbst wenn ihnen nichts dafür gegeben wird? Das ist die Frage. Und ihr Lieben, das ist die Frage in Offenbarung 13. Das ist die Frage in Offenbarung 14.
Das ist die Frage in der dritten Engelsbotschaft. Das ist die Frage, auf die diese Welt wie ein ICE zusteuert. Warum beten wir? In Offenbarung 13. Und dort finden wir mehrere Hinweise darauf, wie Satan auch am Ende nicht nur in der größten Schlacht, die jemals stattgefunden hat zwischen ihm und Jesus in der Wüste und auf dem Berg und auf der Zinne des Tempels, sondern auch in der letzten Schlacht, nämlich mit den übrigen, mit der letzten Generation, dieselben Mittel anwendet zu allen Zeiten, hat er das getan. In Offenbarung 13 geht es ja durch die Jahrhunderte hindurch. In Offenbarung 13 heißt es in Vers 4, und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer vermag mit ihm zu kämpfen. Wir glauben aufgrund der biblischen Prophetie, dass sich hinter dem Tier der römisch-katholische Kirchenstaat verbindet. Menschen, die dieses System sozusagen anbeten, vermuten nicht, dass dahinter in Wirklichkeit der Satan steht. Und wir haben gestern gesehen, dass sehr, 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 sehr viele Menschen auch in diesem System Gottes Kinder sind und von Herzen zu Gott beten. Aber wir sehen hier, dass der Satan durch Täuschung, durch Trug selbst versucht, Anbetung zu bekommen von Menschen, die ihn niemals offen anbeten würden. Es gibt ein paar völlig Verrückte, die den Satan direkt anbeten. Aber die meisten Menschen dienen ihm und seinen Prinzipien, ohne es überhaupt zu wissen. Gott ist niemals mit vorgetäuschter Anbetung oder durch Täuschung erwirkter Anbetung zufrieden. Gott ist immer offen und ehrlich und transparent. Er zeigt, wie er ist, er offenbart sich und lässt einem jeden von uns die Möglichkeit und die Freiheit, ob wir ihn anbeten möchten oder nicht. Nicht zu Satan. Er möchte unbedingt angebetet werden und er versucht es mit Tricks und mit Täuschung und mit Bestechung und sogar mit Zwang. In Offenbarung 13 und dort in Vers 14, dort wird das zweite Tier beschrieben, das wir auch aus der dritten Engelsbotschaft kennen, das hier ausführlich beschrieben wird. Wir haben die Zeit, das nicht genau zu beweisen, aber wir haben ja mehr als ausreichend Material auf Joel Media und auch sonst im Internet gibt es vieles aus unseren Gemeinden, wo ihr das noch einmal nachvollziehen könnt. Es geht hier um die Vereinigten Staaten von Amerika, den Protestantismus, der dort eine führende Rolle spielt und der sich verwandelt. Das Tier, das aussieht wie ein Lamm, ja, lammähnlich, zwei Hörner hat wie ein Lamm, fängt an zu reden wie ein Drache. Und es heißt in Vers 14, und es verführt die, übrigens Vers 13, und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Wann ist denn Feuer vom Himmel auf die Erde gefallen? Zu Pfingsten. Und als zu Pfingsten Feuer vom Himmel auf die Erde fiel, war das die Reaktion auf was? Auf Gebet. Wann ist noch Feuer vom Himmel gefallen auf die Erde? Bei Elia. Und warum fiel dort Feuer vom Himmel auf die Erde? Als Folge von Gebet. Auch diese falschen Zeichen und Wunder, die die Menschen verführen werden, werden Folge von Gebet sein. Etwas, was wie Gebet aussieht, sich wie Gebet anfühlt, als Gebet deklariert wird und von den meisten Christen auch als Gebet verstanden wird, wird zu solchen Zeichen und Wundern führen und trotzdem wird es falsch sein. Wir werden gleich sehen, was das Problem ist. Könnt ihr sehen, dass Gebet offensichtlich eine viel größere Rolle im Endkonflikt spielt, als wir das uns denken? Vers 14, und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Der Kirchenstaat Roms soll kopiert werden. Ein Bild dieses Kirchenstaates. Die USA werden sich verwandeln in eine Art Mischung von Kirche und Staat. Vers 15, und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Wie nennt man das? Zwang. Druck. Nun lasst mich eine Sache ganz deutlich sagen. Staaten und Regierungen verwenden immer Druck und immer Zwang. Das haben sie schon immer getan. Jesus sagt zu seiner Zeit schon, dass es Regierungen so tun. Nicht immer, wenn eine Regierung Druck ausübt, ist das eine Erfüllung von Offenbarung 13.
sondern andersrum. Die Tatsache, dass hier von Druck und von Zwang die Rede ist, ist für uns der biblische Beweis, dass es hier nicht nur um eine Kirche geht, sondern um einen Staat, der sein übliches Instrumentarium, nämlich Druck und Zwang, ich meine, egal ob es um Steuern oder um Straßenverkehrsordnung geht oder was auch immer, der Staat muss immer mit Zwang arbeiten, weil also hier religiöse Gedanken mit Zwang, das heißt mit Staatsgewalt durchgesetzt werden, daher wissen wir, dass es sich um Gesetze handeln wird. Staatliche Gesetze, die die Anbetung, die Frage, wie wir beten, zu regeln versuchen. Und das trägt die Handschrift Satans. Denn dann plötzlich werden Menschen beten, weil sie Angst haben, ihre Arbeitsstelle zu verlieren. Sie werden beten und Gottesdienste besuchen, weil sie am Leben bleiben möchten, weil sie ihre Familien ernähren möchten. In der Bibel haben wir mehrere Beispiele, die das illustrieren. Erinnert ihr euch an das Buch Daniel? Dort gibt es gleich zwei Geschichten, die dieses Thema von zwei Seiten beleuchten, wie zwei Seiten einer Medaille. Da gibt es einmal die Geschichte in Daniel Kapitel 3, wo der König Nebukadnezar, Nabucodonosor II, wie auf Babylonisch heißt, eine Statue errichten lässt und alle Menschen bei Todesstrafe zwingt, davon niederzufallen. Eine erzwungene, falsche Anbetung. Und was machen die allermeisten Menschen? Sie fallen nieder. Nun, tief in seinem Herzen muss auch Nebukadnezar gewusst haben, dass diese Anbetung nicht von Herzen kommt. Es befriedigt einen nicht, wenn man weiß, andere tun das nur, weil ich sie gezwungen habe oder bestochen habe oder getäuscht habe. Der Satan, der letztendlich durch diesen Götzendienst irgendwie angebetet wird, hat letztendlich davon keinen echten inneren Frieden bekommen, keine Freude. Und dann gab es drei junge Männer, die gesagt haben, auch wenn wir alles verlieren, wir beten wen an? Allein Gott. Und was ist passiert? Hat Gott sie vor dem Feuer gerettet? Er hat sie nicht vor dem Feuer gerettet, er hat sie in dem Feuer gerettet. Das ist ein Unterschied, ja? Wir wollen manchmal einfach keine Schwierigkeiten haben. Die Schwierigkeiten kamen, aber Gott war in den Schwierigkeiten bei ihnen und das Feuer hat nur ihre Fesseln gelöst. Und das Universum sah und die Welt sah, es gibt jemanden, zu dem man wirklich beten sollte. Diejenigen, die dem König vertraut haben, der König konnte nicht einmal seine eigenen Diener bewahren, die vom Feuer versenkt worden sind. Aber Jesus konnte seine Diener bewahren. Die andere Geschichte findet sich drei Kapitel weiter. In Daniel Kapitel 6. Dort wird nicht falsche Anbetung erzwungen, dort wird wahre Anbetung verboten. Und beides, ihr Lieben, wird in der Endzeit stattfinden. Man wird den wahren Tag der Anbetung verbieten und einen falschen Tag der Anbetung erzwingen. Und deswegen gehören die Geschichten zueinander. Und was hat Daniel gemacht, als das Gebot erging, dass 30 Tage lang man kein Gebet sprechen durfte zu irgendjemandem, außer zum König Darius dem Meder? Was hat er gemacht? Er hat weiter gebetet. In 2. Chronik 26. 2. Chronik 26. Und dort Vers 17 bis 19 finden wir einen israelitischen König, der etwas tat, was er nicht hätte tun sollen. In 2. Chronik Kapitel 26, Vers 17 bis 19. Da gibt es den König Ussia. Wir lesen ab Vers 16. Als er aber stark geworden war, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben und er versündigte sich an dem Herrn, seinem Gott, indem er in die Tempelhalle des Tempels ging, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Wer sollte auf dem Räucheraltar räuchern? Der Priester, und wir haben schon gesehen, dieser Priester, der am Räuchaltar räucherte, war eigentlich ein Typus auf wen? Auf Jesus im himmlischen Heiligtum, wohin unsere Gebete gehen, oder? Denn wir haben gesehen, die Gebete der Heiligen gehen in Offenbarung 8 zu dem Räucheraltar. Das Heiligtum ist ja der Ort des
Gebetes. Und hier versucht jetzt der König einzugreifen, sich selbst dort zu positionieren, durch seine königliche Macht das in seine Hand zu nehmen. Er hat nicht mal einen falschen Gott anbeten wollen. Aber allein die Tatsache, dass der König die Staatsmacht, die Anbetung regeln will. Übrigens, die meisten, die das durchdrücken werden am Ende, werden denken, dass sie Gott einen Gefallen tun. Die Bibel sagt, dass sogar diejenigen, die die Gläubigen verfolgen werden, glauben werden, dass sie Gott einen Dienst tun. Sie werden denken, dass Gott es sich wünscht, dass man seine Anbetung notwendigerweise erzwingt. Und deswegen sollten wir sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn Christen mit einer Sprache der Gewalt, mit einer Sprache des Druckes ihre Ansichten durchdrücken wollen, selbst wenn sie manchmal politisch unserer eigenen Meinung sind, das ist hochgefährlich. Denn Christen, die Gottes Wort nicht wirklich kennen, aber Eifer haben, werden in diesem Eifer in die falsche Richtung gehen. Was ist passiert? Die Priester treten ihm entgegen und wir lesen in Vers 18, die traten dem König Ussia entgegen und sprachen zu ihm, Ussia, es steht nicht dir zu, dem Herrn zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die zum Räuchern geheiligt sind, verlass das Heiligtum, denn du hast dich versündigt und das bringt dir vor Gott, dem Herrn, keine Ehre. Was hat Ussia gemacht? Er wurde zornig. Da wurde Ussia zornig, während er die Räucherpfanne in seiner Hand hielt, um zu räuchern. Als er aber seinen Zorn gegen die Priester ausließ, da brach der Aussatz wo? An seiner Stirn aus, vor den Augen der Priester im Haus des Herrn beim Räucheraltar. Wo wird das Mahlzeichen sein? An der Stirn. An der Hand oder an der Stirn. Aussatz war ein Symbol für Sünde. Wenn der Ussia auf die Warnung gehört hätte, dann wäre das wahrscheinlich nicht mal passiert. Aber nachdem die Warnung bekannt war und er trotzdem darauf bestand, zeigte das seine eigentliche Haltung. Und wenn die dreifache Engelsbotschaft in die Welt gehen wird und gewarnt wird vor dem Tier und vor dem Bild des Tieres und vor dem Mahlzeichen des Tieres, auf Deutsch vor der römisch-katholischen Kirche, dem Kirchenstaat und vor dem abgefallenen Protestantismus, wie in den USA dann immer mehr politische Macht gewinnen wird, und vor einem Sonntagsgesetz, wenn davor gewarnt wird, und es trotzdem durchgesetzt wird, dann zeigt das die Gesinnung und zeigt das, dass das Wesen des Gebetes überhaupt nicht verstanden worden ist. Und jetzt kommt was Interessantes. Matthäus 7. In Matthäus 7 und dort Vers 21 bis 23. Matthäus 7, Vers 21 bis 23, Jesus spricht hier und ich glaube, insbesondere auch diese Passage haben eine ganz enorme Bedeutung, hat eine ganz enorme Bedeutung für die Endzeit. In Matthäus 7, Vers 21 heißt es, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen. Wann sagt denn jemand zu Jesus, Herr, Herr? Bei welcher Gelegenheit? Beim Beten, oder? Das sind Menschen, die gebetet haben. Nicht jeder, der zu mir betet, könnte man sagen, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Jetzt pass auf, Vers 22, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Was sollte man denn tun, wenn man Dämonen austreiben will? Beten, oder? Was sollte man tun, wenn man Wunderheilungen tun will? Beten. Und wenn ihr seht, wie heutzutage viele christliche Wunderheiler angeblich Wundertaten vollbringen, dann tun sie das wie? Sie beten. Mit anderen Worten, was ich sagen will, hier sind Menschen, die haben gebetet. Sie haben gebetet im stillen Kämmerlein vielleicht oder öffentlich. Sie haben gebetet, um Wunder zu vollbringen. Sie waren der Meinung, dass ihre Gebete zu Gott gegangen sind. Und was sagt Vers 23? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Was war denn mit diesen Gebeten? Die sind nie bei Jesus angekommen. Da haben Menschen gebetet und haben gedacht, dass sie ja mit Gott sind und hatten Eifer und Nachdruck. Und die Leute haben gedacht, wow, was für gläubige Menschen. Aber ihre Gebete sind nie zu Jesus gekommen. Warum? Weil sie getäuscht waren.
weil sie Jesus nie kennenlernen wollten. Denn jeder, der Jesus kennenlernen möchte, wird ihn kennenlernen. Aber es gibt viele Menschen, die wollen Jesus gar nicht richtig kennenlernen, sie wollen nur Recht haben. Sie wollen nur vor den anderen als gläubig erscheinen. Ihre Gebete sind wie die Gebete der Pharisäer, die in der Welt als sehr heilig galten, aber Jesus gar nicht kannten. Es gibt viele, die beten nur deswegen, weil sie etwas haben wollen. Sie sind bestochen worden und sie spiegeln der Welt vor, dass Gott sie besticht durch ihre Gebete. Ihre Gebete werden bei Gott nie ankommen. Es gibt Menschen, die beten zu Gott nur, weil sie Angst haben, weil sie Gott gar nicht kennen und denken, dass sie irgendwie dadurch vielleicht sich den Weg in den Himmel erkaufen können. Und all das hat mit dem Mahlzeichen des Tieres zu tun. Denn wenn das Gebet nur eine äußere Sache ist, mit der ich meine Meinung durchdrücken kann, mit der ich zeigen kann, wie heilig ich bin, damit alle das tun, was ich tun will, dann offenbart sich letztendlich der Geist Satans in einem christlichen Gewand. Aber wisst ihr, all das muss gar nicht passieren. Niemand muss darauf reinfallen. Denn was ist das Gebet? Das Gebet ist ein Gespräch zwischen mir und Jesus. Und jeder, der von Herzen mit Jesus redet, der kann das tun. Und jeder, der von Herzen Jesus findet, sucht, der wird ihn finden, oder? Kein Mensch, der von Herzen mit Jesus reden möchte, wird zurückgewiesen werden. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das heißt, diese Menschen haben zwar behauptet, dass sie beten, sie haben so getan, dass sie beten, sie haben anderen damit zeigen wollen, wie heilig sie sind. Aber sie haben gar nie wirklich gebetet. Sie haben sich nie wirklich für Jesus interessiert, was sich daran gezeigt hat, dass als sie Gottes Wort gehört haben, als die 3 Engelsbotschaft durch die Welt ging, sie es nicht hören wollten, sondern Recht haben wollten, dass ihre Kirche Recht hat. Weil sie zum Teil die Religion für ihre politischen Zwecke missbraucht haben. Und deswegen sollten wir alle Politik aus der Kirche lassen. Alle Politik aus dem Glauben lassen. Der König hat mit dem Gebet nichts zu tun. Ganz egal, was wir uns politisch sonst denken. Niemand von uns muss das erleben, was hier steht. In Hohelied, damit enden wir für heute. In Hohelied Kapitel 8, Vers 6. Hohelied Kapitel 8 und dort Vers 6. Dort steht: Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm, denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Die Freunde von David, von Daniel hatten solch eine Liebe zu Gott, selbst der brennende Ofen konnte sie nicht davor abhalten, Gott zu lieben. Daniel hat eine solche Liebe zu Gott, selbst die Löwen in der Löwengrube konnten ihn nicht davon abhalten, Gott zu lieben und das im Gebet auszudrücken. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Wir brauchen das Siegel Gottes. Und das Siegel Gottes ist Gott selbst. Hier steht's: Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz. Eine Erkenntnis Gottes, mit ihm leben, ihn mögen, ihn verehren, ihm helfen wollen in seiner Mission, wird dazu führen, dass was immer er sagt, wir gerne tun. Deswegen ist das Siegel Gottes auch das Wirken des Heiligen Geistes. Das Wirken des Heiligen Geistes führt zum Schreiben des Gesetzes unser Herz. Und das wird dazu führen, dass wir auch das tun, was Gott in seinem 4. Gebot sagt. Und deswegen ist das Sabbatgebot als äußeres Zeichen in diesem großen Konflikt, das Siegel Gottes, das äußere Siegel Gottes, das zeigt, dass Menschen wirklich Jesus gefunden haben. Nicht nur laut gebetet haben, sondern ihre Gebete zu Gott gekommen sind. Denn wisst ihr, und damit schließen wir, ist nicht ein Gebet, ein echtes Gebet, ein Gespräch? Und wenn wir nur beten, aber nicht hören, was er sagt, wie kann das ein echtes Gespräch sein? Diejenigen, die wirklich beten, erkennt man daran, dass sie das tun, was Gott sagt. Denn sie reden zu Gott und sie hören auf das, was Gott sagt. Und das wird am Ende in Offenbarung 13 und 14 den Unterschied machen. Da gibt es Leute, die haben gebetet. Und da gibt es Leute, die haben gebetet und gehört. Sie haben Jesus gekannt. Und deswegen hat Jesus, der seinen Vater gekannt hat, alles abgelehnt, was der Satan gesagt hat. Und gesagt, wie heißt es in Matthäus 4? Es steht geschrieben. Da spricht Jesus zu ihm: Weiche, Satan, denn es steht geschrieben. Er hat zu Gott gebetet, aber er hat auch gehört, was Gott gesagt hat. Wer der Bibel folgt, wird in seinem Gebet nicht irre gehen. Und deswegen brauchen wir das Gebet
für die Bibel für das Gebet. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Wer von uns möchte heute sagen, ich möchte Gott dienen, nicht weil ich dadurch etwas bekomme oder weil ich Angst vor ihm habe, sondern weil er so gut zu mir ist. Ich möchte von Herzen sagen, Gott ist besser zu mir, als ich es jemals verdient hätte. Und ich möchte ihm dienen aus freien Stücken. Ist das euer Wunsch auch? Gott sei gelobt. Wir werden uns jetzt wieder Zeit nehmen für das Gebet. Morgen sehen wir uns das letzte Mal hier um 19.30 Uhr. Ihr seid dann wieder herzlich eingeladen einzuschalten hier auf Juhl Media oder auf YouTube, wenn wir dann den Abschluss dieser 10 Tage Gebet haben. Wir wünschen euch jetzt viel Freude bei euren Gebetskreisen in der Familie, über Zoom, wo auch immer, und sehen uns hoffentlich morgen Abend wieder. Gottes Segen euch. Amen.